Heute unboxe ich das Tarot der Mythen und Märchen von Yoshi Yoshitani. Bleib dran, schau dir an, ob dir das Deck gefällt und diskutiere gerne live mit. Ich bin Kirsten Buchholzer von der Geheimnisakademie und das ist deine mantische Mittagspause. Hallo allerseits, herzlich willkommen zur mantischen Mittagspause. Heute mit einem Unboxing zur Abwechslung. Und zwar habe ich mir das Tarot der Mythen und Märchen vorgenommen. Das Tarot der Mythen und Märchen stammt von Yoshi Yoshitani. Yoshi Yoshitani ist eine asiatische Künstlerin, die auf Instagram fast 84.000 Follower hat, also eine große Nummer. Sie verkauft neben Tarot auch noch andere Dinge. Ich werde später noch ihre Seite, ihre Webpage in den Shownotes verlinken. Das Deck, was ich euch heute vorstelle, ist zuerst erschienen als das Tarot of the Divine im Jahre 2020 und ist inzwischen aber auch in Deutsch erschienen im, ihr seht es hier unten, Irisiana Verlag. Ich freue mich sehr, dass der Irisiana Verlag mir dieses Deck zur Verfügung gestellt hat, um es euch vorzustellen. Und ich bin auch schon sehr gespannt. Im Herbst kommt ein ausführliches Deutungsbuch zu diesem Deck heraus und dann können wir uns dieses Deck nochmal viel intensiver ansehen, ob hier beim Kanal der Geheimnisakademie, der sich mehr mit Tarot beschäftigt, oder auf dem Geheimnisakademie-Kanal, wo es dann auch um Lesestunden und so weiter geht. Einige von euch, die hier regelmäßig zuschauen, die werden dieses Deck schon kennen. Es wurde von Christopher Weidner auf dem anderen Kanal vorgestellt und wir haben auch schon mal damit das Wochentaroskop bestritten. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf Deutsch war oder auf Englisch. Ich jedenfalls habe hier die deutsche Ausgabe vorliegen und ich packe sie jetzt einfach mal aus. Dazu brauche ich wieder, wie üblich, eine Schere, denn wie die meisten Tarot-Decks ist es in Plastik eingepackt. Ich denke allerdings wirklich, dass diese Plastikumhüllung, so wenig sie dem geschuldet ist, dass wir mehr auf unsere Ressourcen achten müssen, einfach das Deck schützt davor, beim Transport nicht zerstört zu werden. Und tatsächlich ist es wieder ein sehr schönes Deck, so wie es sich anfasst. Es hat eine super schöne Griffigkeit. Es ist sehr, ja, ich finde, man fühlt es immer, wenn es so, wenn es nicht glänzt, sondern wenn es matt ist. Matt ist das Wort. Und wenn ich hier rüber streiche, dann spüre ich auch die Goldprägung, also die Buchstaben, der Rahmen, diese Mondphasen, die sind alle im Deutschen Gold geprägt. Und Susanne schreibt hier gerade, bestens informiert, genau, dass das auf Deutsch erst seit kurzem da ist. Deswegen habe ich es auch organisiert. Und dann macht es ja doppelt Sinn, sich das jetzt auch in der deutschen Version noch einmal anzusehen. Gut, das Deck, wie gesagt, ist in diesem Karton enthalten, der wie üblich schön gestaltet ist. Wir haben hier hinten eine kleine Einführung zu dem Deck und ein paar Karten. Wir sehen hier auch den Preis. Es kostet 25 Euro. Ich brauche dringend eine neue Brille, wie es scheint. Und ist somit ganz im normalen Preissegment für Tarotkarten inzwischen angelangt. Ich kann die Schachtel leicht öffnen, ihr merkt es. Und habe dann als erstes ein kleines Einführungsbüchlein, das ich gleich mal herausnehmen werde. Und die Karten schauen wir uns dann etwas später an. Im Einführungsbüchlein, ja, es ist
sehr übersichtlich von der Größe her. Die Karten selbst haben auch diese Größe, also weniger als handgroß, kann man also gut nutzen, um auch Karten zu legen, nicht nur um sie zu betrachten. Und es ist in Farbe wieder gedruckt, klein übersichtlich mit ein paar Anregungen, keine längeren Ausführlichkeiten, aber auf jeden Fall sehen wir schon mal, dass wir die Märchen auf die Märchen verwiesen werden, sodass wir, wenn wir dann eine Karte ziehen und das Märchen oder den Mythos recherchieren möchten, dass wir nicht ewig suchen müssen, sondern das in diesem Heft haben. Das ist schon mal eine sehr praktische Sache. Das Deck selbst ist dann hier in diesem Karton enthalten. Hier wieder nur eine Papierbanderole. Sehr schön. Und ihr seht, guckt mal, der Kartenstapel ist ziemlich dick. Es sind 78 Karten, wie das normalerweise beim Tarot ist. Aber ich würde sagen, dass hier die Karten, werden wir uns gleich noch näher anschauen, sehr dick sind, was natürlich eine tolle Haptik gibt. Manchmal kann das beim Mischen zu Problemen führen, aber das muss nicht sein. Solange die Karten abgerundet sind, funktioniert das ja immer sehr gut. Schauen wir uns erstmal die Rückseite an. Ja, da sehen wir die Mondphasen drauf abgebildet. Schön dargestellt. Ich mag diesen Farbton. Und die Mondphasen sind so dargestellt, dass man hier auch durchaus mit umgedrehten Karten arbeiten kann. Also kein Problem, wenn ihr das gerne macht. Das sieht man nicht auf der Rückseite, ob die Karte umgedreht ist oder nicht. Die Qualität der Karten, wenn ich sie jetzt anfasse, auch sie sind matt, ich würde sagen nicht beschichtet, biegsam, man muss ein bisschen aufpassen. Also sie sind auf jeden Fall nicht so dick, dass sie leicht zerbrechen, aber dennoch fühlen sie sich etwas fragil an, sodass man vielleicht beim Mischen tatsächlich ein wenig aufpassen muss. Ja, meine Erfahrung ist aber inzwischen, was Tarot-Decks betrifft, dass wahnsinnig viele Decks eher dazu dienen, um mal eine kleine Inspiration sich zu holen oder auf Instagram ein cooles Foto zu schießen, als dass man damit immer deutet, ganz dramatisch ausführlich. Früher hatte ich zwei, drei Decks, die waren natürlich nach kurzer Zeit durchgemischt. Da war es super wichtig, sehr gute Papierqualität zu haben. Aber inzwischen benutzt man ja so viele Decks parallel. Ich jedenfalls. Mein Schrank hat jetzt an die 400 Decks, dass das jetzt nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und ansonsten sollte man ja auch sowieso immer pfleglich mit den Tarotkarten umgehen. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Deck einfach mal an. Wir sehen hier, steigen wir gleich in die großen Arkane ein. Und bevor ich weiterrede, muss ich einen kurzen Schluck trinken. Und der Narr, würde ich sagen, ohne groß das Buch gelesen zu haben oder mich tatsächlich auch mit den Karten beschäftigt zu haben, der Narr scheint mir doch die kleine Meerjungfrau zu sein, die ja gerade wieder überall in aller Munde ist, weil Disney eine Neuverfilmung herausgebracht hat, die nicht immer so gut ankommt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, diese kleine Meerjungfrau sieht nicht unbedingt so aus, als würde sie in Dänemark leben, aber sie ist sehr schön dargestellt, wie ich finde. Bevor ich weiterrede, hat die Marion eine Frage, die ich auch noch mal reinhole, wie meine Meinung zum Thema Papier ist. Bedeutet dünn automatisch schlecht? Nein, dünn bedeutet gar nicht schlecht. Wichtig ist, dass das Papier so gestaltet ist, entweder durch eine Beschichtung oder durch eine gute Abrundung, dass es beim Mischen nicht zerfasert. Das kann dir bei dicken Karten, zum Beispiel beim Modern Witch, das sind ja sehr dicke Karten, sehr leicht passieren. Bei dünneren Karten kann dir das auch leicht passieren. Und ich glaube nicht, dass es von der Dicke abhängt, sondern wie die Karten gepresst wurden. Ich bin jetzt nicht die super Expertin, aber das Allerbeste ist natürlich, wenn man die sogenannte Spielkartenqualität nimmt.
Die ist, glaube ich, etwas schwierig im Augenblick zu produzieren wegen der Papierthematik, aber das ist das Wichtige und nicht, ob es dünn oder dick ist. Meine Meinung. So, also die kleine Meerjungfrau, ich schaue mal schnell im klugen Buch nach, ob ich recht habe. Ja, natürlich, es ist die kleine Meerjungfrau. Und ich finde, man kann, wenn man Wade und Smith kennt, sehr gut sofort die Motive des Narren erkennen. Ne? Wir haben eine Art Abgrund hier. Wir haben einen sehnsüchtigen Blick auf ein Ziel. Und ich würde sagen, hier wird gerade die Entscheidung dargestellt, soll ich in diese Welt gehen oder soll ich da bleiben, wo ich bin? Passt sehr schön für mich zum Thema des Narren. Über diese ganzen Diskussionen, die es um dieses Deck gab, ob es nun eine zu viel kulturelle Aneignung in diesem Deck gibt oder nicht, da möchte ich mich gar nicht zu äußern, weil ich total für die Vermischung von Kulturen bin und mich da aus dieser Diskussion lieber raushalte. Aber wir sehen es ja hier, ne? Das ist die kleine Meerjungfrau, wie sie aus dem eher asiatischen Blickwinkel dargestellt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte von Disney, die ist ja schon auch überhaupt nicht mehr so wie die Geschichte von Andersen. Von daher, es ist doch total in Ordnung, wenn die Geschichten einfach weitererzählt werden. Die Meerjungfrau, die ein Mensch sein will, während die meisten Menschen ganz gerne Meerjungfrauen wären. Ja, das fände ich auch gar nicht so schlecht, obwohl mich dieser Fischschwanz, glaube ich, etwas nerven würde. Schauen wir uns die nächste Karte an. Da haben wir den Magier. Ja, da fällt mir jetzt gerade nicht so was zu ein. Es ist die gute Fee, ein französisches Märchen. Ach, wenn ich mich recht entsinne, habe ich das mal gelesen. Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, mehr das Märchen. Da wäre es jetzt toll, das ausführliche Deutungsbuch zu haben oder einfach nachzuschlagen. Was ist denn nochmal die gute Fee? Passt aber, gute Fee passt natürlich zu Magier. Finde ich sehr hübsch. Man kann sich jetzt ja auch zum Beispiel die Fee bei Cinderella Aschenbrödel vorstellen. Oder eine andere gute Fee. Das passt schon. Die hohe Priesterin, ja, die sieht sehr nach Scheherazade aus. Wird sie wahrscheinlich auch sein. Und passt natürlich auch sehr gut. Die Geschichtenerzählerin, diejenige, die alle Geschichten kennt, sie versteht, ineinander zu verweben. Die hohe Priesterin wird ja auch gerne mit der Akasha-Chronik in Verbindung gebracht oder mit den, ja, mit irgendwie dem seelisch-geistigen Kollektiv. Ja, gefällt mir gut. Immer wieder inspirierend und meistens wird die hohe Priesterin in vielen Decks gerne auch als die Schutzpatronin des jeweiligen Themas genannt. Zum Beispiel im Jane Austen Deck ist Jane Austen die hohe Priesterin. In dem Tarot Lenormand oder Lenormand Tarot, das ich euch neulich vorgestellt habe, ist die Madame Lenormand die hohe Priesterin und so weiter und so fort. Und hier ist es halt eine Frau, die als eine der größten Geschichtenerzählerinnen in die Weltliteratur eingegangen ist und eine, die es besonders spannend gemacht hat. Ist Tarot, eine Tarotkartenlegung nicht auch immer irgendwie ein Cliffhanger, so wie wir es von Scheherazade kennen? Als nächstes haben wir die Herrscherin. Ja, die sieht irgendwie nach unsere liebe Frau von Guadalupe. Ja, wollte ich gerade sagen, sieht irgendwie so ein bisschen nach Maria aus. Okay. Persönlich denke ich, weiß nicht, ob ich Maria so gerne mit der Herrscherin verbinde. Die Herrscherin ist mir dann doch eine eher sinnliche Gestalt, aber das kommt natürlich auch ganz darauf an, was sich die Künstlerin dabei gedacht hat, welchen Background sie zu den einzelnen Geschichten hat. Auch in Ordnung. Und es ist ja auch immer ganz spannend, sich nochmal Dinge, die man so für sich selbst abgespeichert hat, aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Dann haben wir den Herrscher. Ja, das ist König Artus. Passt gut, finde ich. Gerade im Wade-Smith-Deck sehen wir ja auch immer Artus eigentlich sitzen.
Ich bin an ihn erinnert im Waitsmith-Deck daran, dass im Hintergrund diese Steine zu sehen sind. Hier sehen wir, wie er das Schwert aus dem Stein zieht, also wie er Zivilisation schafft. Dann haben wir den Hierophanten. Das sieht nach etwas Native American-mäßigem aus. Ah ja, es ist die weiße Büffelfrau, die Göttin der Lakota. Ich kann euch jetzt die Decks hauptsächlich, also das Deck eher nur präsentieren. Ich kenne viele der Geschichten nicht, beziehungsweise weiß auch nicht, wofür die weiße Büffelfrau steht. Und wenn ich jetzt hier mal durchsurfe, wir werden das gleich testen, wenn ich eine Karte ziehe nachher, steht nicht so wahnsinnig viel dann auch über die einzelnen Mythen drin. Aber dafür haben wir ja Google. Gut, dann haben wir hier die Schöne und das Biest für die Kraft. Das ist eine normale Herleitung, wie ich finde. Das wird ja auch gerne öfter mal gemacht als Verbindung. Nicht für die Kraft, falsch gemacht. Das wird öfter mal für die Kraft gemacht. Hier sind es die Liebenden. Und die Liebenden, ja, passt ja eigentlich auch ganz gut. Gegensätze ziehen sich an. Und das Thema der Projektion, was bei den Liebenden durchaus auch ein Thema sein kann, kommt hier dann dadurch nochmal ganz gut raus. Der Wagen, das ist das Märchen von den drei Prinzessinnen aus Witenland und sagt mir überhaupt nichts, aber offensichtlich geht es darum, dass hier eine Person von A nach B mit zwei Fischen transportiert wird. Müsste ich mir durchlesen, die Geschichte. Dann haben wir jetzt die Kraft. Da sehe ich eine singende Frau. Es ist ein schottisches Märchen, Tamlin. Und auch dieses Märchen kenne ich nicht. Als nächste Karte kommt der Eremit. Der Eremit, der auch wieder eine keltische Legende verkörpert. Druide und Weiser. Weißer Hirsch, wahrscheinlich ist der weiße Hirsch, aber auch weise, müsste ich mir auch näher zu Gemüte führen, die Geschichte. Dann haben wir Anansi für das Rad des Schicksals. Das ist ein Mythos der Akan aus Westafrika. Und ich merke schon, dass ich hier wirklich ganz viele Dinge nicht kenne. Das ist ähnlich wie bei dem sehr schönen Seal-Tarot, das ich euch ja auch schon vorgestellt habe, wo wir hauptsächlich südostasiatische Legenden und Mythen vorgestellt bekommen. Auch dazu werde ich noch mehr machen. Meine Idee ist es, gerade mit diesem Deck und mit dem Rowan Ong, kleine Sendungen zu machen und mal ein bisschen mehr auf die Mythen hinter den Karten einzugehen. Gut, Amhang Eosa ist eine koreanische Legende, die ich auch nicht kenne. Danach haben wir den Gehängten, ja, so wäre es ja ganz schön, in dem Fall, wo die Frau abgebildet ist, die Gehängte zu schreiben. Und ich würde sagen, daran erinnere ich mich, glaube ich, auch nochmal, als ich mal mit den Karten gelegt habe, das ist Dornröschen. Finde ich ganz spannend, Dornröschen als Hängende darzustellen. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Ich habe American Gods sogar gelesen, aber total auf Anansi nicht fokussiert. Dann haben wir den Tod und der Tod sieht ja sehr dramatisch aus. Es ist die Geschichte vom weisen Bärenkönig Valemon, ein norwegisches Volksmärchen, das ganz schön spooky aussieht. Mr. Nancy, ach so, Mr. Nancy ist das. Ja, an Mr. Nancy erinnere ich mich gut. Aber ich dachte, dass der eher so eine ägyptische Gottheit wäre. Aber das habe ich wohl durcheinander gebracht. Dann haben wir hier
die Mäßigkeit. Und das ist eine Geschichte, eine Gottheit, die ich schlecht aussprechen kann, aber es ist Bodhisattva Avalokiteshvara. Ein buddhistischer Bodhisattva aus Indien. Puh, das habe ich nochmal gut hinbekommen. Ja, mir fällt es jetzt gerade etwas schwer, immer Bezüge zu den Karten dann bei den Märchen, Mythen, die ich nicht kenne, herzustellen. Aber ich würde sagen, hier geht es um Ausgleichung, um eine meditative Pose eines Menschen, der oder einer Gottheit, die sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig tun könnte. Und der eine Fuß ist ja im Wasser, auch wieder eine Anspielung auf die Rider-Waite-Smith-Variante. Der Teufel, hui, eine Schlange, da denke ich natürlich erstmal ans Dschungelbuch, aber es ist Boitata, ein brasilianischer Mythos. Und dieser Drache stellt wohl einen Waldbrand dar, der in irgendeiner Weise durch Ego erzeugt wird. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema unserer Gesellschaft. Dann haben wir hier den Turm. Das könnte Rapunzel sein, oder? Ah, es ist Rapunzel. Und über Rapunzel weiß ich gut Bescheid. Und ich finde, Rapunzel passt auch sehr, sehr gut zum Turm. Wird auch gerne in Deutungen des Turmes zusammengebracht. Es gibt ein schönes Video von Christopher und mir über den Turm als ein erotischer Aspekt. Und das könnt ihr euch sicher ansehen. Das ist irgendwo auf der Geheimnisakademie, der Originalgeheimnisakademie zu finden. Dann haben wir hier den Stern. Beim Stern hatten wir ja neulich sowas, ich weiß gar nicht mehr, welches Deck das war, aber da ging es, das sah so ein bisschen aus wie Sterntaler. Das ist es hier aber nicht, sondern es ist das Schwesterchen Aljanuschka und das Brüderchen Iwanuschka. Auch ein russisches Märchen, was ich nicht kenne und vielleicht was mit Brüderchen und Schwesterchen zu tun hat. Und dann haben wir den Mond, das Titelbild des Decks, sehr, sehr schöne Karte, wie ich finde. Sehr, endlich mal weg von diesem Unheimlichen, sondern eher so dieses Verträumte, diese Stimmung, die uns auch der Mond bringen kann, diese sehr spirituelle Stimmung. Und das ist die Prinzessin Kaguya, ein japanisches Märchen. Ich habe dann noch die Sonne im Angebot. Ja, da erkenne ich natürlich jetzt sofort den Sonnengott Re. Ganz klar, sehr schön. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Passt auch sehr gut zur Sonne. Und dann haben wir für das Gericht oder Aion, hier ist das Gericht, die Sun Wukong, den König der Affen. Ja, das müsste ich jetzt auch wissen, was das mit dem Deck zu tun hat. Und abschließend haben wir die Welt. Die Welt ist Hinemoa und Tutanekai, eine Legende der Maori in Neuseeland. Also was mir jetzt sehr gut gefällt, ist, dass ich neugierig werde, wenn ich durch dieses Deck gehe und gerne mehr über diese Märchen erfahren möchte. Es ist also auch eine Inspiration, um sich nochmal mit Märchen aus aller Welt vertraut zu machen. Und es sind ja wirklich aus sehr vielen Nationen Märchen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die mantische Mittagspause muss bald zu Ende gehen, denn länger als eine halbe Stunde möchte ich ja nicht machen. Von daher werde ich euch die restlichen Karten heute nicht vorstellen. Aber ihr habt es ja gehört, ich plane da eine ausführliche Sendung, wo diese Karten immer mal wieder vorkommen. Aber ich mische jetzt einfach mal die restlichen Karten, werde eine ziehen und dann testen wir mal, inwieweit das Deck durch das Buch gut ergänzt wird. Und wir haben ja heute eine Pluto-Venus-Opposition und gerade jetzt in dieser Zeit haben wir auch noch einen Mond
Saturn, Trigon. Ich würde gerne wissen, wie kann ich besonders produktiv den Rest des Tages gestalten, wenn wir jetzt alle wieder aus der mantischen Mittagspause hin in die Arbeit gehen. Und das kann gerne nur für mich sein, aber wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann könnt ihr gerne mit mir den Orakelspruch erhalten. Und ja, ich ziehe mal diese Karte hier. Und ich habe den König der Kelche gezogen. Aus meinem einfachen Wissen, was ich über Tarot weiß, heraus gefällt mir das schon mal sehr gut. Es ist eine Karte, die sich sehr schön mit der Rune ergänzt, die Christopher heute Morgen im Tagesgeheimnis wieder auf dem anderen Kanal der Geheimnisakademie gezogen hat, nämlich die Laguz. Denn dieses Wesen, das hat etwas von fließen lassen, Dinge geschehen lassen, aber gleichzeitig kontrolliert geschehen lassen. Da sehe ich auch sehr stark den Einfluss von Mond in Saturn, vom Mond in Steinbock und Saturn in Fischen drin. Und natürlich erinnert dieser König der Kelche mit seiner doch etwas drachigen Gestalt an Pluto, an die Skorpion-Energie. Der König der Kelche wird auch dem Skorpion zugeordnet. Sehr, sehr spannend. Ich soll also heute eher intuitiv weitermachen, als dass ich alles vom Kopf her steuere. Das Märchen selbst bezieht sich auf den Jungen und die Drachenperle, eine chinesische Legende. Der König der Kelche war einst ein kleiner Junge, wuchs aber zu einem mächtigen Drachen heran. Das ist im Deutschen das hässliche Entlein. Er ist gütig, aber beschützt ganz entschieden seine Lieben. Er ist mit den dunklen Wassern des Unbewussten verbunden und besitzt viel Geduld und Weisheit. Aufrecht bedeutet er Hingabe, Loyalität, Treue, Weisheit und Großmut. Umgekehrt bedeutet er Ängstlichkeit, fehlende Fürsorge, Kontrolle, Gewalt und Ungleichgewicht. Also, es geht darum, heute in der Balance zu bleiben, sich nicht aus dem Flow herausbringen zu lassen. Genau eine Sache, die wir auch heute im Tagesgeheimnis besprochen haben, auf dem astrologischen Kanal der Geheimnisakademie. Und bei sich zu bleiben und gleichzeitig im Geiste dessen zu handeln, was alle Menschen miteinander verbindet. Auf jeden Fall in dieser Community, nämlich das Spirituelle und gleichzeitig das Großzügige anderen Menschen gegenüber, das Tolerante anderen Menschen gegenüber. Ja, und mit diesem fantastischen Schlusswort werde ich euch jetzt alleine lassen. Ich erkläre die mantische Mittagspause für beendet. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und ich bin, soweit ich weiß, wieder Mittwoch hier zur mantischen Mittagspause mit euch verabredet. Ja, das ist eine gute Idee, liebe Marion, aber meine Lieben haben heute keine Zeit für mich. Bis ganz bald, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Tschüss.